liebe Wanderfreunde. Heute nehme ich euch mit auf eine Wanderung zu den Gerolsteiner Dolomiten, die ihr im Hintergrund noch nicht richtig sehen könnt, weil uns noch der Nebel im Tal diese schönen Dolomiten verdeckt. Die sind übrigens vor ca. 390 Millionen Jahren entstanden. Hier war nämlich früher ein Meer und das waren mal Korallenriffe. Und als das Meer abgesunken ist oder verdunstet ist, sind dann diese schönen Dolomiten entstanden. Die Wanderung heute ist ca. 8,2 Kilometer lang. Wir werden 3 Stunden und 30 Minuten brauchen. Und es wird sehr viel zu sehen geben. Unter anderem natürlich schöne Blicke, wenn wir die Dolomiten erklettert haben. Und eine ganz besondere Attraktion wartet auf uns. Und deswegen habe ich auch diese Taschenlampe mitgebracht. Und ihr fragt euch sicher, wofür braucht man jetzt bei strahlendem Sonnenschein eine Taschenlampe? Das zeige ich euch später. Jetzt geht's erstmal los. Kommt mit. Diese Veranstaltung mit Bauernmarkt. Ja. Da war das Wetter ja nicht so doll. Hallo, da bin ich wieder. Wir befinden uns jetzt am Rande des Munterlei-Plateaus. Hinter mir ist die Buchenlochhöhle. Warum heißt die Buchenlochhöhle? Weil sie inmitten eines Buchenwaldes steht. Diese Höhle bot schon seit der Eiszeit Unterschlupf für Menschen und Tiere. Auch in den Kriegen haben sich die Leute hier versteckt. Und jetzt kommt meine Taschenlampe zum Einsatz. Die Höhle ist nämlich 30 Meter lang und nur 8 Grad warm. Wir gucken mal, wie es da drin jetzt ist. So, hier drin ist es ganz schön düster. Und die Taschenlampe bringt auch nicht wirklich viel. Und außerdem ist es hier verdammt glatt und kalt. Ich gehe wieder raus. Wir sind wieder in Gerolstein nach... Ja, wir waren ziemlich schnell. 2,5 Stunden, 3,5 Stunden wurde gesagt. Vielleicht braucht man noch eine Viertelstunde zum Auto, aber es ist gut zu schaffen. Man sollte trittsichere Schuhe anziehen. Heute hatten wir super schönes Wetter, es war alles sehr trocken, aber wenn es hier regnet, ist es natürlich ein bisschen glitschig auf den Felsen. Wer Wanderstöcke hat, könnte die auch mitnehmen. Beim Runtergehen wäre das vielleicht ganz hilfreich. Ansonsten finde ich, die Wanderung ist sehr zu empfehlen, auch für Familien mit Kindern, weil sie ist sehr abwechslungsreich. Man sieht sehr viel. Am Ende hat man hier einen wunderschönen Spielplatz, auf dem wir jetzt hier stehen. Und wenn man noch durch die Stadt geht, kann man noch ein bisschen in die Geschäfte oder ins Eiscafé oder zum Italiener oder zum Griechen. Also es lohnt sich der Weg nach Gerolstein. Ich kann die Wanderung nur voll empfehlen und wünsche allen viel Spaß, die nachwandern wollen.